Herr Dr. Leier, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, die Stimmung ist ja angespannt, die Fallzahlen, die steigen. Wie ist denn die aktuelle Lage bei Ihnen im Klinikum in Ludwigshafen, auch gerade in Hinsicht auf Intensivbetten und Personal? Ja, schönen guten Tag zunächst mal auch von meiner Seite. Die Lage ist zunehmend oder die Zahl der Patienten ist zunehmend, aber noch kontrolliert. Wir haben derzeit 29 Patienten auf Normalstation und 5 Patienten auf Intensivstation. Das ist für uns auch personell noch gut beherrschbar. Wir können auch noch weitere Stationen und Betten aufrüsten. Aber es ist natürlich so, dass auch im Personalbereich möglicherweise Ausfälle auftreten werden. Und dann wird die Situation in der Tat, wie Sie es gesagt haben, sich verschärfen und die Anspannung zunehmen. Inwiefern sind Sie denn auch vorbereitet? Sollten die Zahlen weiterhin so sprunghaft steigen? Also wir haben sowohl von der strategischen Vorbereitung, was die Stationen angeht, uns im Sommer auch auf diese zweite Welle vorbereitet. Wir haben eine weitere Intensivstation mit 8 Betten vorbereitet, die ausschließlich für Covid-Patienten zur Verfügung stehen wird. Wir haben auch die Schulungsmaßnahmen des Personals intensiviert, sodass wir, denke ich, gut auf diese Situation vorbereitet sind. Aber die Planbarkeit hat natürlich ihre Grenzen. Ja, absolut. Was erhoffen Sie sich denn jetzt auch von dem Teil-Lockdown? Also wir müssen die Zahlen wieder auf ein verkraftbares Niveau bringen. Sie müssen überlegen, wir schauen jetzt auf die Vergangenheit, wenn wir in die Klinik schauen. Das heißt, wir werden mit Sicherheit noch 2 bis 3 Wochen steigende Zahlen in den Kliniken haben. Und wenn wir jetzt steigende Infektionszahlen weiterhin haben und es nicht schaffen, diese Entwicklung zu brechen, dann werden wir an Weihnachten volle Krankenhäuser mit Covid haben. Das müssen wir, wenn irgend möglich, eindämmen und vermeiden. Blicken wir mal in die Vergangenheit. Was sind denn die Unterschiede zwischen der zweiten Welle und der ersten Welle? Das Charakteristischste an der zweiten Welle ist, dass sie sehr viel schneller und steiler angestiegen ist als die erste Welle. Wir haben in der ersten Welle auch einen höheren Altersdurchschnitt gehabt. Die zweite Welle ist ja dadurch gekennzeichnet, dass die Infektionszahlen vor allem bei den Jüngeren angestiegen sind. Jetzt allerdings auch explosionsartig in der Gesamtbevölkerung. Aber das war in der ersten Welle anders. Alles klar. Vielen Dank Ihnen, Herr Dr. Leier. Und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Glück für Ihr Klinikum. Vielen Dank.